Na, ich mache mir da keinen Stress. Aber es fehlt mir. Das regelmäßige Streamen fehlt mir. Ja, das freut mich auch, wenn du hier bist. Das ist immer schön. Ja, manche, die haben jetzt zum Beispiel wenig Lust auf RP. Aber das wird es auch nur einmal die Woche geben jetzt dann. Oh, falsche Kiste. Hier soll das rein. Mache ich ja im Moment erstmal die gemütlicheren Sachen. Bis ich mal wieder ein bisschen Power habe für actionreichere Sachen. So, 19 habe ich noch. 19.000 habe ich noch. Mich gerade am Überlegen, was ich denn derzeit mit 19.000 machen kann. Ich glaube nicht besonders viel. Mein Haus kann ich, glaube ich, im Moment nicht erweitern, weil ich nicht genug Hartholz habe. Oh. Wir haben schon keine Kupfer mehr. Oh. Den Hühnerstall könnte ich, glaube ich, bald machen. Meine Gießkanne kann ich verbessern. Habe ich jetzt 5 hiervon. Gehen wir das einfach mal machen. Gießkanne verbessern. Im Moment brauche ich die Gießkanne ja zum Glück nicht, weil ich ja haufenweise Sprenkler habe. Die mir das Leben um einiges erleichtern. Verbessern. Stahlgießkanne. Iridium-Spitzhacke. Leider habe ich noch nicht genug Iridium. Muss ich mal gucken, wo kriege ich denn am meisten Iridium her? Große Frage. Ansonsten ein relativ nerviger Arbeitstag. Der Chef bei uns hat gekündigt, weil besseres Angebot. Der Stellvertreter übernimmt das Zepter, den jeder auf Arbeit so sehr ins Herz geschlossen hat. Hust, hust. Nicht hust, hust. Und ansonsten neues Headset angeschlossen. Muss nicht mehr so schreien. Oh, das ist super. Das ist natürlich absolut super. So selten. Ihr neues Headset ist immer klasse. Ich habe mich inzwischen total daran gewöhnt, dass ich meine In-Ears anhab am PC. Ich finde es teilweise angenehmer, da ich dadurch nicht beide Schalen auf dem Ohr haben muss. Sondern es reicht, wenn ich einen Stecker im Ohr habe und nicht gleich beide. Und Mikrofon habe ich jetzt zum Glück eh mein externes.
wollte in geraumer Zeit endlich mal wieder zum Tätowierer gehen. Ist jetzt dann ein paar Jahre her, dass ich mir die Haut hab verschönern lassen. Ich habe schon die ganze Zeit eine Idee von einem Bild, was ich haben möchte. Aber bisher kam ich nicht dazu, mal zum Tätowierer zu gehen. Natürlich gleich drei. Komm her. Mach. Ja, natürlich kommt jetzt da oben auch noch einer, ne? So. Mistschädelköpfe, hey. Ja, wenn ich mal mit Dream anfange, hole ich mir auch einen mit extra. Aber das zieht noch ein paar Monate ins Land. Ja. Glaub mir, selbst wenn der anfängt, ist es nicht schlimm, wenn du noch kein externes Mikrofon hast. Das nimmt dir keiner böse, solange der Sound nicht grauenvoll ist. Wir ursprünglich angefangen streamen von der PlayStation aus. Mit meinem Headset an der PlayStation. Und wenn ich dann mal gelacht habe oder lauter geredet hat, hat das Mikrofon so übersteuert, dass es richtig gekratzt hat. Es war unangenehm. Ich hatte keine Möglichkeit, es zu ändern. Ah. Das macht ja jeder so, wie er es möchte. Das ist immer gut so. Oh, ja. Die Totenköpfe schweben hier eigentlich rum. Ich glaube, den Abteil hier mache ich leer und dann war's das. Dann gehe ich wieder raus hier. Dann ziemlich im Eimer. Interessant. Was für eine Statue. Oh. Na? Hör doch auf, mich zu erwischen. Du hältst goldene Sense. Okay. Einverstanden. Ich habe eine goldene Sense gekriegt. Goldene Sense. Was sie mir wohl bringt? Also. Oh. Aus. Nein. Geh weg. Werkzeug aus Gold kommt eigentlich unpraktisch. Ja, eigentlich schon. Ich meine, ich arbeite hier gerade mit einer Goldspitzhacke und zerhaut damit Stein. Eigentlich ein bisschen unlogisch. dunkles Schwert. 30 bis 45 Schaden? Das ist aber schlecht. Nutze ich nicht. Sieht cool aus, aber benutzen tue ich das nicht. Das bringt mir ja gar nichts. Ist ja schlechter wie das Schwert, was ich jetzt gerade habe. Stärker als eine normale Sense. Die Logik. Aber das ist irgendwie bei den meisten Games so, dass du eben mit normalen Metallwerkzeugen anfängst. Oder so alte Metallwerkzeuge. Dann Kupfer. Dann Eisen. Und dann Gold. Und nach Gold kommt dann hier zum Beispiel Iridium.
ja immer ein bisschen irgendwie unlogisch. Selbst Kupfer. Kupfer ist unglaublich weich. Und Gold auch. Normalerweise dürftest du mit Gold und Kupfer hier durch keinen einzigen Stein durchkommen. Aber naja, das ist halt Game-Logik. Machen das jetzt mal soweit leer. Wenn es hier nicht weiter runter geht, dann werde ich wohl in der Wüste weitermachen müssen. Schon so spät. Uiuiui. Nö. Nicht noch eins. Habe ich mich jetzt verlaufen? Ich glaube, ich habe mich verlaufen. Geht's denn hier wieder raus? Ah, hier geht's wieder raus. Ja. Jetzt aber schnell. Auf dem schnellsten Weg nach Hause. Aber ins Bett, wir wollen ja nicht in Unmacht Unmacht fallen und dann auch noch Geld zahlen müssen. Huch? Ja, wie jetzt? Ja. Was? Letzte Nacht hat Kuhilda ihren Nachwuchs zur Welt gebracht. Ich habe eine Kuh mehr. Na? Warum schreibe ich jetzt eigentlich alles groß? So, Hilda und ihre Tochter Gilda. Sehr einfallsreich, ich weiß. Neue Werkzeuge und Klamotten. Das Highlight-Hemd und das Shirt mit hellen Highlights färbbar. Habe ich Knochen gefunden. Geht euch auch mal da rein? Interessant, was man nicht alles finden kann. Ja, Harz angesammelt. Füttern mir die Hühner und Enten. Ah.
eine weitere Kuh. Und durch drei Kühe. Frag mich nur, wie das jetzt passiert ist. Ich habe ich die hier Schwangerschaft erlaufen. Wie? Ehrlich jetzt? Alle meine Kühe geben Milch. Wie kann von den Kühen jetzt eine überhaupt rechtlich werden? Geht das? Ein bisschen arg unlogisch eigentlich, oder? Eigentlich ist es ein wenig arg unlogisch. Eine Feder eingesammelt. Wollte ich eigentlich auch nicht. Alles einsammeln. Alles. Absolut alles. Melonen noch was werden? Ob's irgendwo habe ich. Hab Sorge, dass die nichts mehr werden. Die haben nur noch 2 Tage. Wenn sie in 2 Tagen nicht reif sind, dann muss ich sie wegtun. Leider. Wieder kommt mal hier rein. Wollte ich nämlich eigentlich nicht mitnehmen. Arbeitet, das ist super. Dann gibt es wieder neue Batterien. Wachsen Pflanzen, die wachsen super. Es wächst und wächst. Alles wächst und gedeiht. Ich mal gucken, ob Steinbruch. Geht's da eigentlich nochmal runter oder nicht? Jetzt schon mal nicht arg viel anders da aus wie beim letzten Mal. Sieht eigentlich alles gleich aus, ne?
Nur weniger solcher Schädel sind hier unterwegs.